Im Weitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. Meter 54. Jesse Owens. Sieben Meter 74. 20 Zentimeter weiter als Long. Und nun wieder Long. Sieben Meter 84. Der Deutsche führt. Owens. Sieben Meter 87. Wieder 3 Zentimeter weiter. Lutz Long. Nur noch einmal Jesse Owens. Acht Meter sechs!